Mein Name ist Vicky Paschenkemper und ich bin 45 Jahre alt, Mutter von zwei so gut wie erwachsenen Töchtern. Und von Beruf bin ich psychologische Lebensberaterin und helfe Menschen in Krisen, diese zu überwinden, ihren Weg zu finden. Sicher ist so ein Grundton, dass man was vermisst, was man bis dahin hatte, sich in einer neuen Situation befindet sozusagen und dann diese Situation mit der vorangegangenen Situation vergleicht und dann merkt, oh, da fehlt mir was. Man muss grundsätzlich so schon erstmal die äußeren Gegebenheiten neu erkunden, neu annehmen lernen, neu abspeichern, und verstärkend kann natürlich dann sein, dass man keinen Menschen um sich hat oder Kontakte hat, mit denen man seine tiefen inneren Gefühle dann in dem Moment besprechen kann. Vielleicht auch oft von den Zurückgebliebenen Unverständnis, dass man so gesagt bekommt, du wolltest ja die Situation haben. Erstmal reingehen in das vorherige Leben. Gucken, war da überhaupt alles in Ordnung? War da eine feste Familie im Hintergrund? Gab es da schon feste Strukturen, also Freunde, Arbeitskollegen, was auch immer, auf die man sich auch verlassen konnte? Oder gab es das da auch schon nicht? Also man kann natürlich auch von einer Einsamkeit in die nächste Einsamkeit gehen. Was fühlt derjenige unterschiedlich zu vorher und jetzt? Was vermisst er? Oft kann man seine eigenen Gefühle nicht beschreiben oder erkunden überhaupt. Ne? Man weiß irgendwie, fühle ich mich nicht wohl, aber woran liegt es denn? Und da sollte man im Gespräch erstmal wirklich in die Tiefe gehen, was genau vermisst du? Ne? Also ist es das Essen von Mutti oder ist es der Kaffeeklatsch mit der Freundin, den man einmal die Woche gemacht hat? Und dann kann man natürlich sagen, so, die neue Situation ist diese, dann geht es ins Annehmen. Ne, man hat dann manchmal vielleicht so ein zurückhaltendes Auftreten und schiebt sich damit aber selber in die Einsamkeit. Und da ist es wirklich wichtig, nach vorn zu gehen, Kontakte zu suchen. Und sei es nur ein kurzes Gespräch an der Bushaltestelle oder im Nachbarhaus, wirklich grüßen die Menschen, kurze, erstmal so über Smalltalk reingehen und dann wirklich effektiv Kontakte suchen. Ganz, ganz wichtig. Und nicht warten, dass die Kontakte kommen. Ich habe jetzt erst vor einer Woche mit einer Frau gesprochen, die seit 9 Jahren im Ausland arbeitet. Und ich habe sie gefragt, fühlst du dich mittlerweile hier zu Hause? Und da meinte sie, nein. Selbst nach 9 Jahren gibt es Menschen, die sind nicht angekommen. Und dann gibt es aber wieder Menschen, die sind nach 4 Wochen an einem Ort schon wie zu Hause. Von daher kann man das nicht konkret sagen, das Gefühl wird jemals weggehen. Also das ist dann wirklich, wie komme ich in einer neuen Situation zurecht? Wie habe ich auch meine eigene Anpassungsfähigkeit? Oder sperre ich mich total? Ne? Dann werde ich natürlich nie ankommen, egal wie schön es dort ist. Das ist, glaube ich, auch so eine persönliche Entscheidung, ob ich jemals das Heimweh loslasse. Wenn ich jemanden weiß, der leidet gerade in seiner Situation, der Heimweh hat, dann ist es natürlich ganz wichtig, Verständnis zu zeigen. Hinsetzen, fragen, wie geht's dir? Ich habe das Gefühl, dir geht's nicht gut. Möchtest du drüber reden? Und dann heißt es auch nicht unbedingt gute Ratschläge geben, sondern einfach nur zuhören.